Wir versuchen es einfach mal hiermit, wenn es jetzt. Kann man jetzt aber irgendwie nicht sehen. Har, 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 falsch. Warte kurz, ich hole ein neues Küken. Versuch es ruhig häufiger, ja, genau. Es wiegt sich auch jeder Gegenstand wieder mit Leichte. Oh, danke. Ach. Och, ich dachte, die Zeilen da unten sie geben an, wie viel. Das musst du mal so hier mit. Oh, ist auch falsch. Das wird jetzt noch eine Weile dauern, glaube ich. Muss ich da überhaupt lang? Keine Ahnung. Ich schau noch mal so um kurz noch. Woran erkenne ich eine Alraune? Knollen bitte! Knollen Bitterlinge! Sind weder giftig noch essbar, sondern einfach nur furchtbar nutzlos! Und ich hatte mich damals so gefreut, als ich einen ganzen Korb voll gesammelt hatte! Hm. Ja, gut. Jetzt ist die Frage. Stein, ich denke mir schon, was ist denn das? Das ist bestimmt wertvoll. Ist das eine Wurzel? Kann ich rausziehen. Muss ich jetzt überhaupt über die Brücke? Oder liegt das hier vielleicht nur irgendwo rum? Ich bin nur wieder zu blöd, es zu sehen. Wahrscheinlich bin ich aber nur zu blöd, es zu sehen. Ja, ich kenne mich doch. Ich laufe halt immer 2 Stunden lang an den offensichtlichen Sachen vorbei. Und würde mich dann drum scheißen, nirgends zu finden ist. Und was ist das für ein Gartengarten? Das ist doch kein Garten, ne? Das ist. Oder hatte ich im Haus noch irgendwas liegen? Irgendwo, irgendwann, irgendwie? Nee, hier nichts. Und dahinter? Noch ein paar Mäuse. Nein, nein, nein. Ich wollte mir das gar nicht ins Bett legen. Nein. Nein. Ach ja. Ach, ich lieb's, wenn man so endlos lange rumlaufen kann, ohne irgendwas finden zu müssen. Oder habe ich das tatsächlich schon mal gefunden? Ja. Okay. Ich glaube, ich muss doch über die Brücke. Ich schaue noch mal ganz kurz dahinter, aber ich glaube, ich muss über die Brücke. Oder was ist? Ne, da komme ich gar nicht erst hin. Was ist da noch so? Nix. Bald sprießen hier neue Dunkelbeeren. Ich soll mir die Stille merken. Dann merke ich mir die Stille mal, ne? Nein, das ist nur die Pfeifen. Nichts können und ich werde langsam. Ja, ich glaube, ich muss dann nachher mal ins Bett und so hier, ne? Also Upload starten und mich dann ein bisschen pennen legen, nicht? Keine Ahnung, ob ich die über die Brücke muss. Oh Mann. Ich finde nur mehr, hätte man. Also hier mal anmerken können, dass die Anzahl der Felder nicht zwangsläufig mit Anzahl der Lösungswörter übereinstimmen, weil ich habe gedacht, da müssen irgendwie so 10 Buchstaben rein, deswegen kam es sofort so, hä? Es wiegt nichts, aber jeder Gegenstand wird damit leichter. 4 Buchstaben, Luft ist es nicht. Glas? Keine Ahnung. Ach, probieren wir einfach aus hier, ne? Gibt ja angeblich keine Belohnung. Vielleicht soll ich erstmal ein bisschen länger nachdenken. Was denken? Vielleicht soll ich etwas länger drüber nachdenken. Aber ich sehe so gern, wie die Küken zerquetscht werden.
Es hat keine Farbe, trotzdem kann man es sehen. Ja, da gibt's viel, ne? Es wiegt nichts, aber jeder Gegenstand wird damit leicht. In Luft ist es nicht. Nein. 2 Stunden später. Ja, jetzt kommt das Problem. Drüber nachdenken und gleichzeitig reden und doch. Das wird schwierig. Ach, sind wir mal nicht so, es ist spät, es ist wahrscheinlich wieder irgendwas um 1. Ja, das. Bevor ich mich schlagen lasse. Stellt mal Dinge drauf, sind sie weg? Loch. Haha, ich bin schlau. Ich brauche nur 2 von 3 Tipps. Oh, geil. Vorwitziges Menschlein, wie kannst du es wagen, mein Rätsel zu lösen? Die Lösung stimmt also. Na dann, troll dich. Diese Neugeborenen haben einfach keinen Respekt vor der alten Rasse. Wehe dir, wenn wir uns ein zweites Mal begegnen sollten, dann werde ich mich mit einem Rätsel wappnen, dass dir das Hirn schlottert. Was? Was ist das da unten? Wo kommt das denn jetzt her? Was ist jetzt kaputt? Ah, was habe ich getan? Oh Gott! Nein, ich kann immer noch keine Hexen gucken. Oh Gott! Ich werde von Schleim angegriffen. Gefährlicher Schleim! Ich habe solche Angst. Das ergab schon in Luft ja gar keinen Sinn. Schleim. Aber. Auch in Luffy gab Schleim keinen Sinn. Oh, weil warte, dann haben wir 400. Der Strümpf ist auf ans Hexensaft. In dieser Zeit regeneriert sie in jeder Kampfrunde 10% ihrer MP. Toll! Das bringt mir momentan recht viel, denn ich habe ja so viel epische Zaubersprüche. Bringt mir das überhaupt irgendwas, oder? So, hier kann ich jetzt erstmal ein bisschen kaputt schlagen. Ich hau dich kaputt, ey! Kann er rauflaufen? Ja! Ein Wichtel! Ein Wicht? Was treibt jemand vom kleinen Volk in unserem Wald? Funkle im Sonnenlicht, mein schöner Fang. Ah, es glänzt so schön. Das ist doch die verschwundene Sichel des Heuwächters! Ih, man hat mich armen Wicht gefunden. Das ist ein braves Wichtlein. Gib die Sichel wieder her. Ja. Typischer kleiner Flitzer. Na, warte. Hier ist nichts. Nichts, nichts. Ja, ich muss hier überall gucken. Der Real Troll, der versteckt immer so Zeug irgendwo. Das ist... Da meint man seinen Wald zu kennen und findet auch immer wieder etwas Neues. Komm mal raus und gib die Siegel wieder zurück, wie ich. Versuch doch hereinzukommen, du dicke Kuh. Hey. Dich treibe ich schon mal aus deinem Haus, Eulenfutter. Ich hätte auch eine Idee, aber das scheint nicht zu funktionieren. Hätte ich einfach den Stein da oben auf seinen Schornstein legen? Scheint nicht zu funktionieren. Okay, das merken wir uns mal. Was wollte ich mir merken? Egal, war bestimmt nicht so wichtig. Ja, jetzt krieg ich... Ist da unten noch? Nix. Aber eine Eichel. Eine ganz gewöhnliche Eichel. Etwas Gutes hat das Regen immerhin. Wechsel die Stichsauger in ihren Nestern zurück. Ist jetzt wahrscheinlich gleich aufzuregnen. Ja, das war mein Boot. Oder ist das Boot von einem Fremden? Waldrader, spielst du wieder am Kanu rum? Natürlich nicht. Was denkst du nur wieder von mir? Ach, kein Überspringen. Einmal Brandwein, ja.
Besaufen kann ich mich ja jetzt, aber ich brauche immer noch meine Kack-Alraunen hier. Wieso liegt sowas? Jetzt kürzlich noch eine Angelegenheit zwischen dem Priester und den Göttern erledigt worden. Zur Zeit hat der Regen die Nase vorn. Die Nase vorn. Aldana findet viel Raum. Und einer Aldana ist beim Ziehen Schmerzschaftsschuh. Schmerzschaftsschuh. Wo soll ich dir nun wieder von den Göttern erzählen? Soll ich dir wieder von den Göttern erzählen, Valdrada? Gerne. Zwei Götter genießen die besondere Verehrung unseres Dorfes. Das ist Danwuin, der Weisere der göttlichen Brüderpaares, das die Geschicke unserer Welt lenkt. Der Flüsterer hat mir schon oft den Weg gewiesen, uns aus großer Not zu führen. Hier, in der Abgeschiedenheit des Steinhains, bin ich ihm nahe und höre zuweilen das Raunen des Runenherrns. Und da ist Zitta, die über das Herdfeuer und die Ernte wacht. Ohne den Segen der liebreichen Frau stände es schlimm um unser Dorf. Felder verdorren, Wiesen verödeten. Viel stürbe, wenn wir einfällig genug werden, ihren Zorn zu wecken. Erweise ihnen stets die gebührende Ehre, Valdrada. Und allen voran dem Safaun, aber davon musst du nichts wissen. Ist da noch irgendwas? Naja, soll ich mir merken. Nö, hier ist scheinbar erstmal nichts mehr. Halten wir die Augen immer offen. Immer scharf. Ja, ich kann auch im Schlafen die Augen offen halten. Oder hier die Gegner nicht wiederkommen. Und ich übrigens meine HP im Laufen regeneriere. Und auch meine MP, glaube ich, hier irgendwie so da technisch. Ach, du bist gar kein Gegner. Was hast du denn heute vor eines gerissen? Aha, irgendwas Grünes, aber es scheint dir zu schmecken. Ich dachte, es wäre irgendwie so volles Monster. Mit gigantischen Reißzähnen. Hey, wo ist denn der Holzfäller hin? Der ist nicht zufällig dann aufgelaufen jetzt, oder? Nein, das wäre zu einfach. Ja, definitiv zu einfach. Scheiß Büsch, die wachsen hier bei meiner Geschwindigkeit nach. Oh, zwei Saftblätter. Hat sich doch gelohnt, dass ich nochmal dahin gelaufen bin, ne? Aha, kann ich immer noch nicht mitnehmen. Ja, da sammeln wir doch gleich alles nochmal auf. Wächst wahrscheinlich immer das. Ich vermute mal, das hat was mit der Anzahl der Bildschirme, die man durchläuft, zu tun. Also wie schnell die nachwachsen. Wäre jetzt mal meine Theorie. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Aber egal. Ich stelle hier einfach mal irgendwelche wilden Theorien auf. Und wenn es nicht stimmt, beschwere ich mich. Der Regen hat wieder Ufermodern aus dem Boden steigen lassen. Ich lasse den Wald erst einmal im Wald sein, bis das Wetter bessert. War das nicht vorhin noch eins länger? Ja, richtig. Ich muss ja noch einen Trank zubereiten. Ein Tränklein. Für den Honkilein. Episch. Geniale Effekte. Einer reicht. Ach, ich will dauernd Esk drücken. So, das Braune gelingt dir also auch. Merke dir gut, die Stellen, an denen die seltenen Kräuter sprießen. Wenn du sie sorgsam pflückst, wächst nach einiger Zeit wieder eine neue Ernte. Und wann lerne ich die wirklich beeindruckenden Rezepte kennen? Hast du denn gar nichts begriffen, Valdrada? Du musst selbst in das Webmuster der Natur einsinken, um schließlich auf dem Wege des Safauns sicher wandern zu können. Wir geben dir lediglich eine Starthilfe, der Rest liegt bei dir. Ja, ich weiß, ich war doch nur ein wenig neugierig. Nun ärgere die Kleine nicht noch mehr, Tanga, sondern gib mir schon die Überraschung. Eine Überraschung? Was ist es? Etwas, das dich bei einer ausreichenden Übung zu einer ordentlichen Hexe macht. Einer mächtigen Hexe. Magie, das ist doch, wovon du redest nicht. Die Herrschaft über die Naturkräfte. Ha, die Herrschaft. Rede nicht wie einer dieser Zauberer. Verzeih, Tanga, ich wollte... Was ist das wesentliche Unterschied zwischen der Hexenkunst und der Zauberei? Aber danke, diese Lektion habe ich doch längst hinter mir. Der wesentliche Unterschied, nenne ihn mir. Blitzgewitter, Feuerbälle, macht der Zauberer basiert auf die Schnelle. Nein, macht der Zauberer auf die Schnelle. Doch die wahre Kräfte der Natur geben Wasser Erde nur.
So ist es. Nur die bärtigen Nannen versuchen, den drohenden Elementen Feuer und Luft die Kraft zu entreißen. Doch allein wir Hexen wissen um die Kunst, das Gewebe von Erde und Wasser in Schwingung zu versetzen. Aber Magie entspricht nur aus dem Bemühen, sich den tiefreinen Elementen anzuverwandeln. Sich den tiefreinen Elementen anzuverwandeln? Komisch ausdrucksweise. Das ist etwas, das die hochmütigen Bücherwürmer in ihren Türmen nie verstehen werden! Natürlich, das ist das Geheimnis und die Überlegenheit des Hexentums. Gut, du hast die Lektion anscheinend doch verinnerlicht. Weil wir mit deiner bisherigen Prüfung überrascht zufrieden sind, nimm dieses Geschenk, die Rankenzunge. Das Tor ist für dich aufgestoßen, du beherrschst nun diesen Spruch. Voran bist du in der Lage, aus eigener Kraft Magie zu wirken und weitere Sprüche zu lernen. Also sammle Erfahrung. Dann bin ich endlich eine richtige Hexe. Es fehlt noch ein Detail, liebes. Die letzte Prüfung. Die Prüfung, die uns zeigt, ob du dich der Natur auch mit Intuition zu nähern weißt. Die Prüfung des Hexenhauses. Ist so gut wie geschafft. Worum besteht sie eigentlich? Es ist ganz einfach. Zeig uns einfach, dass dein Haus von Saffron gesegnet wurde. So, tja, also nun, hier sind überall Kräuter, Pflanzen und Mittelchen, meinst du das? Es gibt nur einen Beweis, ein untrügliches Zeichen, das musst du uns erbringen. Und wie soll ich das bewerkstelligen, wenn ich nicht einmal weiß, worauf wir beide hinaus wollen? Das, Valdrada, ist gerade die Prüfung. Los, du hast deine letzte Aufgabe erhalten. Bring uns das untrügliche Zeichen, dass dieses Haus von Saffron gesegnet ist. Flüstert. Finde eine Stelle, an der du unverfälscht und ungehindert an dein Hausinneres gelangst. Alburga, sagtest du etwas vor? Also, Tanga, schäm dich, mir so etwas zu unterstellen! Hä? Das Zeichen wurde her? Das Zeichen unserer herrlichen Saffrons! Oh Gott, ich werde diese Stimme bereuen. Keine Ahnung. Schaden kann es ja, wenn ich einmal um mein Haus rumlaufe. Bringt tut's mir aber auch nichts. Finde eine Stelle, unbefestigt, ungehindert an dein Hausinneres des gelangst. Ja. Hausinneres gelangst, Ja, das wird jetzt wieder sehr lustig. Na, hättest du den Appetit auf meinen frechen Wicht? Verstehe, warum Berg, ob ich es so schön bedienen lassen kann. Was ist das denn für eine Kackeule hier? Egal. Das war's erstmal für heute, würde ich sagen. Ja, es reicht. Ich muss nachher noch die Cent hochladen und das hier konvertieren und hast du nicht gesehen. Und ich. Kann ich auch irgendwie selbst was brauchen? Nein. Egal. Okay, dann war's das mal für heute. Ja, den Stimmen muss ich, glaube ich, noch mal etwas arbeiten, aber es läuft, läuft. Und wenn nicht, irgendwann werde ich die finale Version auch noch mal irgendwann spielen, dann kann ich ja noch mal eine neue Verteilung der Stimmen machen, nur ist kein Problem, nicht. Könnt ihr auch was sagen, ey, die Stimmen sind alle voll scheiße, ist völlig egal, wie du redest, ne? Oder ey, Alter, ey, voll geil, geil, ey. Und ich benutze das Wort, ey, Alter, sehr gern, irgendwas lustig zu machen. Egal, das war's für erstmal. Ich sag auf Wiedersehen.